So, meine Damen und Herren, sind wir wieder zurück bei Elden Ring. Weiter geht's mit dem DLC und vor allem mit dem Live-Let's Play. Auf Twitch gestreamt, dafür wird nachträglich hochgeladen. Und wir sind hier noch stehen geblieben in dieser Kathedrale. Die Kathedrale von Manus Methir. Der ist sicher nicht mehr hier. Wir können ganz bestimmt ohne Probleme durch die Tür gehen, oder? Achso, das ist nur hier. Das Licht sieht mega komisch aus hier am Henkel, ne? Warte, ich mach das mal schnell so. So ist besser, oder? Ja, passt. Also. Let's go. Wird sicher nichts passieren. Receive visitors. I am Ymir. Welcome to Manus Methir. It is a pleasure to have you. In lands so forsaken as these, chance encounters are precious indeed. Seeing that we have convened here on this day, allow me to mark the occasion with a modest offering. Okay. Ich hab damit gerechnet, dass jetzt hier ein Kampf stattfindet, what the hell? Ich dachte, hier ist ein Boss oder so. Wie schnell Erhaltungseinhörer, danke. Eine simple alte Karte, die verblasst und schmutzig ist für Fürst Ymir, dem Hohepriester erhalten, von der heiligen Ruine. Okay, er hat mir noch was gegeben. Was war das denn? War das eine Waffe? Nein. Er hat mir noch irgendwas gegeben, Chat. Was hat er mir noch gegeben? Das. Mach das nicht. Hier, okay. Eine blassblaue Halskette aus dünnen, länglichen und ausgehöhlten Steinen. An einer gehaltenen Ruine verwendet, um eine hängende Glocke zu läuten. Eine Lehre Fürst Ymirs. Das Schicksal desjenigen, der die hängende Glocke läutet, wird von den Sternen geführt. Okay, und the map I gave you charts the site of a hallowed ruin. Okay. It is said that after sounding the hanging bell there, one's fate will be guided by the stars. I only wish to be of service, to help those who fight for their purpose. I'm not mistaken, am I? I can see it in your eyes. You are a fighter, are you not? Nee, ich habe den großen Hammer eigentlich wegen stiltechnischen Gründen dabei. Is something the matter? I've given you a map to the hallowed ruin. Oh, I suppose you expect a lesson of me, do you? Yes. I know the feeling. Those with purpose are nothing if not ravenous for power. For truth. Zauberei studieren. Aha, guck an. Ja, der Zeugs noch hier. Sonst bin ich keiner, der auf Weisheit, mit Weisheit agiert. Über Schimmersteinzauberei. I am a glintstone sorcerer. Ah. We study the stars and examine the life therein. Are you familiar with our findings? Long ago, ja. We began as stardust, born of a great rupture far across the skies. We too
are children of the greater will. Is that not divine? Is that not sublime? And yet, none can fathom its implications. Its utter brilliance. Utter brilliance. Okay, ich habe damit gerechnet, dass wir hier fighten werden. Technisch ist nix. Vielleicht, wenn wir gefightet haben. Okay, bin ich jetzt ein bisschen irritiert. Also, das was er... Es soll eine Karte haben. Da, wo es hingeht. Aber wo hat er das denn eingezeichnet jetzt? Wo ist das eingezeichnet? Irgendwo hier. Hier sind wir durch den Wald gegangen. Das ist der Gipfel. Ich werde es wahrscheinlich finden. So. Wir erkunden noch schnell alles drumherum, weil... Aha. Überreste untersuchen. Ja, machen wir das jetzt sofort? Ah, ein Echo duplizieren. Oh, voll geil. Das sind auch die alten, die ich weg habe, ne? Also zum Beispiel auch das Elden-Dings-Echo ist hier. Einfach alle. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich von irgendeinem noch was Spezielles wollte. Aber ist gut zu wissen, dass wir die duplizieren können. Ich müsste eigentlich fast bei der Dame gucken gehen, ob es noch irgendeine Waffe gibt, die ich haben will. Und dann ließe sich das machen. Was ist denn das für ein komischer Baum? Ich sehe das Problem. Roll doch! So viele Arme, ja, furchtbar. Nett. Schimmernder Nagel. Okay. Ich habe so damit gerechnet, dass wir jetzt einen Fight haben. Es war gespickt wie ein Nagelkissen. Ja, also ich wurde ordentlich drangsaliert. Oh, warte mal. Das sieht mir so aus, als ob man auf der Seite runter könnte. Haben wir vielleicht unten drin Katakomben? Das werden wir gleich prüfen. Zuerst will ich den Rand hier noch schnell durchgehen.
Nicht, dass wir was verpassen. Da hinten haben wir was, das sieht gut aus. Aber da war du? Sternsplitter, oh, nicht schlecht. Der Handbuch des großen Herrschers. Wisst ihr was? Also euch. Ich habe meine Zeit nicht wert. Okay. Wir gehen auf der anderen Seite runter. Das sieht mir so aus, als ob wir da noch einen Eingang haben und potenziell Katakomben. Was für mich? So. Hier runter. Oh, das ist vielleicht ein bisschen hoch gewesen. Eine Schattensonnenblume. Ist da nicht eine Schattenblume? Da sind aber überall echt viele Wölfe. Das riecht mir nach, dass hier unten was ist. Ich glaube, ich habe es hinter mir auch schon gesehen. Ah, hier. Da ist ein Eingang. Da ist eine Höhle. Das ist das, was ich meinte. Dass es doch verdächtig danach aussieht. Wenn ich hier hinten drin was glitzern. Ah, das war's schon. Aber was höre ich denn? Ah, da oben bist du. Habe ich ja damit nach Katakombe gerechnet, hier unten dran. Ja, etwas in diese Richtung. Aber nun dann. So, ich würde sagen, wir gehen hier noch hoch und gucken, wie die Verbindung da noch aussieht. Die Markierung auf der Karte weiß ich nur nicht genau, wo die ist. Das muss ich noch testen. Gab es da hinten nicht eine Stelle, wo jemand eine Markierung gemacht hat, dass man da runterspringen kann? Oder zumindest bin ich davon ausgegangen, dass die Markierung sagt, die kannst du runterspringen. Sieht halt total danach aus, ne?
Als ob da unten so ein Vorsprung ist, wo man drauf kann. Aber wohl eher nein. Es wirkt ein bisschen wenig hier oben. So. Es sieht mir danach aus, dass wir jetzt da vorne entweder den Gang haben für so durch. Oder ganz oben. Noch was oben drauf. Das stimmt gar nicht. Was übersehe ich? Ja, ich muss hier nochmal schlagen. Was bin ich denn am Pennen hier? Du kannst fliegen? Fliegt er da einfach? Gibt's ja nicht. Also. Yo! Schreck mich nicht so. Natürlich kann er auch fliegen. Was denn so? Warte, das ist extra. Extra Points. Nehmen wir natürlich mit. Die lassen wir uns schmecken, ne? Die lassen wir uns schmecken, Alter. Okay, überall Knochen. Ah, da ist wieder einer von den Kollegen. Ich werde versuchen, ihn dieses Mal nicht zu töten. Kannst du die Lampe anmachen immer? Ja, klar, kann ich. Ich vergesse es nur ab und zu. So, wichtig, den nicht töten. Ist ein Freund. Ein Handbuch und ein Taujuwel. Einzogen, ja. Dass ich den ersten getötet habe, tut mir immer noch leid. Aber was chillt der auch einfach auf dem Feld?
Das ist eigentlich seine Schuld. Eigentlich nicht. Also hier oben sind aber noch Feinde. Ja, wir gehen mal in die Burg. Ins Schloss, in die Festung. Von dieser Seite. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Und das greift sich hier eigentlich gegenseitig an. Der Narische, Dankeschön für 22 Monate. Hallöchen. Dankeschön, Dankeschön. Gehen hier rein. Vision hier vom Pferd. Meinte im Hauptspiel, dass das Pferd mit den Sensen, dass diese verdammten Wege entlang gefahren ist immer. Goldenen Bogen endlich mal rausnehmen, das ist wirklich Quap. Quap, Quap. Absoluter Krab. Ist auf der Seite auch noch ein. Aber warte mal schnell. War ich auf der Seite hier drin? Nee, das ist ein komplett separates Gebiet, oder? Kirchenbezirk. Ich werde kurz gucken, was links ist. Steht man hier, wenn man ins Wasser geht? Das hat sich ja einer getestet. Hast du das für mich getestet? Spring mal runter. Gut, man stirbt, wenn man springt. Bin sehr froh, dass er das getestet hat für mich. Wichtig und richtig. Krabbe. Noch mehr Krabben. Passt auf. Okay. Also, für mich sieht es so aus, weil wir da hinten einen Hebel haben und der Hebel wahrscheinlich ein Aufzug ist. Ist meine Vermutung, dass wir hier das Wasser abfließen lassen können. Irgendwo anders hin. Vielleicht sogar zu den beiden Golems unten, weil es hier irgendwie eine Passage gibt, damit die beiden Golems direkt noch töten. Weil der Dings da hinten ansonsten gar keinen Sinn macht. Ich hab den Holzweg übrigens gesehen, keine Angst. Aber ich wollte kurz gucken, ob ich hier einen sauberen Sprung hinkriege. Wunderbar. Okay, das ist nicht. Ah, hier kommt man hoch und dann kommt man da weiter. Ah, dann ist das die Strecke, wo es weitergeht. Und bei dem Holzweg können wir nur schnell Loot holen. Das heißt, wir gehen fix mal zurück. Holen schnell, weil auf der anderen Seite gab es Loot. Und es sieht mir so aus, als ob wir da nur schnell den Loot da hinten holen. Und auf der Seite dann weitergehen. Oh no! Oder einfach straight ins Wasser springen und sterben. Kann man auch einmal mal machen.
So, wo ist jetzt? Wie weit, wie weit hinten ist mein Loot? Okay. So wie ich das mit einem Seepferdchen nichts. Ja, weiß ich nicht. Oh oh. Ich versuche mal schnell durch. Ich sehe ihn nicht. Vermutlich irgendwo da hinten. Wir holen schnell den Loot. Feinde, die ich nicht sehe und aus dem Wasser springen. Sehr unangenehm. Geräusch her schwimmt er irgendwo dahin. Immer noch an der gleichen Stelle. Das ist ziemlich groß. Nice day for fishing. Fishing, ain't it? Hey, ja, danke. Ich will nicht, ich weiß nicht, ob ich den fischen will. Wir lassen den mal weg. Macht das schon. Wieder ein Gebiet an Lügner voraus. Ja, hier ist nichts. Alle wieder am labern. Okay. Okay, ich verstehe, warum viele hier gestorben sind, weil der verdammt viel Schaden macht. Ja, aber relativ kurzer Zeit. Mesmers Glut, die kann ich brauchen. Den müssen wir irgendwann auch mal wieder in Angriff nehmen, den Mesmer. Mittlerweile haben wir relativ viele von den Bäumen. Es gab ja dabei Du-Bäume. Ein schlummerndes Ei. Da schwimmt wieder jemand im Wasser. Boy, der kommt auf. Und wie jump ich jetzt da drauf? Einfach springen?
Okay, das sah mir echt, also aus der Perspektive sah mir das nicht so aus, als ob ich da drauf kann. Vision hier von Bogenschütze. Ja, was will ich machen? Soll ich im Fall im Bogen kaputt schießen? Ah, Baum sozusagen. Warum immer Baum? Ja, ja, komm, kriegst einen Applaus für den. Ach du Monstrum, ja. Hab ich schon verstanden. Unerwartet das Monster. Also, es ist kein Fisch, sondern es sieht mir, sah mir auch, nach einem Baum aus. Ich glaube, es ist eines dieser Baumwesen, die jetzt einfach im Wasser schwimmen. Und wenn wir das Wasser ablassen, wovon ich eben davon ausgehe, dass wir das können, dann setzen wir den frei und können wir den bekämpfen. Wir müssen den jetzt nicht extra mit Pfeil und Bogen töten. Zumindest ist das meine Vermutung. Und dieser Theorie gehen wir jetzt mal nach. Ducken versuchen. Was will ich denn mit Ducken versuchen? Hebel voraus. Ah, da drüben ist ein Hebel. Die Frage, wie man da hinkommt. Ah, da kann man raus. Da irgendwo muss eine unsichtbare Wand sein, glaube ich. Ich vermute, da können wir rein, können dann hoch und dann haben wir irgendwo eine unsichtbare Passage, wo wir dann rein können. Nun denn. Klassisches VLDL. Achso, Viva la Dirt League. Ja, von da kommt's. Von da kommt's. Genau. Das Fischen. Nice day for fishing. So, ich mag das eigentlich, dass man solche Pfade gehen kann. Was ich aber nicht mag, ist, dass er teilweise die Kameraperspektive wechselt, weil die Kamera irgendwo an der Decke oben ankommt und dann auf einmal dreht es sich und dann rennst du einfach runter. Okay, dann gehen wir. Tür öffnen. Schlüssel zum Gebetsraum benutzt. Okay. America, Mother to us all, favor me with thy grace. I have met many who would threaten or distress thee, and quelled each and all. And I hereby swear to never cease. So please, grant me thy grace. Leave me with my solitary light. Queen Marika, I implore thee, bestow thy grace. Take not from me my solitary light. Oh, Iris Gnade nutzen, Iris der Finsternis. Verfinsterung nutzen. Die gehen mal schnell. Kriegst du übrigens ein Dings von mir. Das Item, was wir haben, sind diese Augen. Wir haben den hier. Nein, das ist Marikas Ruhm. Auf das Auge eines anderen legen, um Licht in all seinen Formen abzuhalten. Auf das Auge eines anderen legen, um das Licht der Gnade als fliehenden Segen zu gewähren. Chat, was wollen wir ihm geben? Licht oder Dunkelheit? Dunkelheit eine 1 in den Chat und für Licht eine 2 in den Chat. Dunkelheit eine 1 und für Licht eine 2.
Das sind viele Zweien, okay. Eins und zwei, du willst aufs eine Auge willst du das eine legen und aufs andere Auge das andere. Queen Marek, take note. Also, der Gnade geben wir, ne? Gut. Ah, Queen Marika, dearest mother, I shall silence all who would trespass upon thy peace, as decreed by the grace of gold. No soul shall thy sanctity imperil. Frag mich, was passiert wäre. Oh, gut. Feuerritter Quelligen. FP-Kosten, die sind zu teuer. Die sind alle zu teuer für mich. Aber wahrscheinlich, weil ich gerade nichts mehr... Warte schnell. Nee, Moment mal. Warum sind die zu teuer? Ich habe doch genug. Ich will sie mal herbeirufen, einfach um zu gucken, was sie so kann. Und ja, ich habe es gelesen, Chat. Dunkelheit gibt hier wohl eine Waffe und Licht gibt wohl Asche. Aber ich wollte lieber was Gutes tun, als was Böses tun, deswegen haben wir es so gemacht. Also, ich habe euch entscheiden lassen. Und wenn ihr sagt, wir tun was Gutes, dann tun wir was Gutes. Vielleicht ist es ja hilfreich. Vielleicht hilft uns bei irgendeinem Boss, bei dem wir nicht weiterkommen. Weil wir ihn als NPC rufen können. Rune eines unbesungenen Helden. Ja, das bin ich. Ich muss echt sagen, die Feuerkollegen, die sind ziemlich stark. Nesmas gelobt. Ich weiß, dass ich da links hätte weitergekonnt, aber ich wollte kurz gucken, was wir hier haben. Ich glaube, ich hätte zuerst nach links gehen sollen, weil da hätte ich dann wahrscheinlich irgendwie nochmal was gehabt oder so. Dann müsste ich nicht den ganzen Weg laufen. Man kann auch rüberspringen. Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Ich bin halt nur nicht perfekt gut gesprungen. War mein Fehler. Die Mehr hat auch gesprochen. Ja, genau. Deswegen habe ich das ausgewählt. Also. Ja, ganz ruhig, Alter. Es ist ein Baum. Wir gehen schnell nach links. Chat, bitte einfach nicht spoilern.
Nicht sagen, also wenn du nach links gehst, da ist ein Schalter, da ist kein Ding. Lass mich das einfach erkunden, bitte. Einfach erkunden lassen. Einfach Fehler machen lassen. So, wir gehen zuerst schnell nach links, weil da ist ein Lagerfeuer. Mein erster Durchlauf von dem DLC, ja. Eine gebrochene Rune. Also, das ist das, was wir schon gesehen hatten. Was ist recht vor Gruppe. Also, ich gehe davon aus, dass... Ach so, es ist eine simple Leiter. Woher weißt du das? Spoiler dich doch nicht selber. Entschuldigung. Auch so, wie ich es vermutet hatte? Du hast null gespoilert. Ja, ich habe ja selber gesagt, dass da ein Schalter ist, das ist richtig. Aber ich wusste nicht, dass dieser Weg zu diesem Schalter führt. Deswegen... Okay. Aha. Da ist es doch. Hab doch gesagt, dass auf der Seite ein Licht ist. Glaub mir wieder niemand. Okay, jetzt könnten wir theoretisch hier schon runter, ne? Aber ich will eigentlich auf der anderen Seite noch schnell innen gucken, was die ist. Und ich wollte ja auf diese Hand springen, um den Loot da mitzunehmen. Also gehen wir nochmal schnell zurück. So, doch. Ich darf mal schnell außen rum. Ist das hier der Hebel zum Hoch? Ah, okay. Ja. Das ist wahrscheinlich verbunden. Ne, warte mal schnell. Warte mal schnell. Aha, das ist verbunden mit dem Hauptding. Jetzt. Ah, er wollte, dass ich das Licht eben anmache, ne? Chat, wenn neue Leute in den Chat kommen, immer gerne die Leute begrüßen, ja? Genau so, danke. Warte mal schnell, ist der neu? Wait a second, irgendwie... Wait a second, warte mal. Das ist eine ganz andere Stelle.
dachte nicht, dass das Magier sind. Ich meinte, das sind normale. Das hätte ich die zuerst sagen können. Ein Stoßschild. Nein, das ist nicht New Game Plus. Das ist noch ganz normal. So, also wo zum Geier komme ich jetzt hin? Wir gehen das schnell hoch, weil theoretisch müsste ich ja hier schon alles entdeckt haben. Wir sind ja den ganzen verdammten Weg nach oben gegangen. Ich find's cool, dass es mehrere Wege in das Schloss reingibt. Das ist mega. Ich konnte nicht widerstehen. Da kann keiner widerstehen. Ich muss mich danach nochmal zurück teleportieren, weil wir sind auf der anderen Seite noch überhaupt nicht fertig. Oh, zum Geier. Mitten in die Speere reingeworfen. Es hat richtig schön gewupst. Genau so. Eine Feuerspirale. Sie dürfen nicht, oh, sie dürfen. Ich komme raus. Dritten Huhn. Feuerschlange. Wait a second, das ist ein Zauber. Moment mal. Das ist ein Feuerzauber. Kann ich ja brauchen. Ich bin ja voll auf heilig und so. Feuerschlange. Okay, also der Feuerregen, der war ja dreimal nix, ne? Aber die Feuerschlange könnte vielleicht was sein. Könnte man dann hier runterhüpfen und dann hätte man das. Da oben scheint auch noch was zu sein. Ah, wahrscheinlich können wir außenrum da hoch. Abspringen versuchen hier. Na, das ist die Stelle, wo wir normalerweise sind. Hier um die Ecke ist sicher einer. Ne? Ansonsten nicht, ja. Schattensonnenblume. Hier der Knochensplitter. Okay. Sieht mir sehr nach einem Lift aus. Jetzt könnten wir da drauf springen. Oder wir nehmen einfach mal den Lift. Los geht's. Das ist ein ganz anderer Weg. Es ist krass, wie das hier jetzt hier miteinander verbunden ist. Ja, mega. Das ist herrlich. Gut. Die eine Fledermaus war fake. Die da. Lassen wir da. Dann hier hoch oder da noch was holen. Oh, ganz gefährlich sowas. Immer ganz gefährlich sowas.
Ich werde die Feinde nicht anvisieren. Da könnten wir auf der anderen Seite rüber. Okay. Also, gehen wir. Die eigentlich nicht mehr anvisieren. Okay, wie komme ich denn da jetzt rüber? Ich könnte hier runterspringen. Und ich könnte einen gewagten Sprung versuchen. Ach. Sehr gewagt. Oh nö, da ist was in der Mitte drauf. Aber komme ich da hin? Nee. Oh, da ist auch was drauf. Zorn aus der Ferne. Super. Bin ich jetzt hier gefangen? Jetzt warte mal schnell. Was ist mit wo, wie verbunden und warum? Wer? Und war ich hier schon? Warum kommt mir das nicht bekannt vor? Ich war eigentlich unten am Erkunden, Mann. Jetzt bin ich wieder in dem Turm. Da könnte ich auch noch hoch. Aber warte, da ist nochmal ein... Ach du... Mein Hammer ist zu groß, ich sehe die Feuerwehr nicht kommen. Ah, das Problem habe ich normalerweise nie. Dass mein Hammer zu groß ist. Ah, da hat sich noch nie jemand beschwert. Ich habe die Feuerbälle nicht gesehen, weil die Feuerbälle direkt hinter dem großen Hammer waren. Ah, der geht runter, der geht gar nicht hoch. Ach so, das sind zwei. Ja, wenn der eine runter geht, geht der andere hoch. Okay, warte mal schnell. Ich bin aber gar noch nicht fertig da. Was... Wieder ein unbesungener Held. Wie viele unbesungene Helden gibt es denn hier? Hier geht es nicht weiter. Das ist unglaublich, wie groß das ist. Geht eh so viel. Immer noch kein Springen. Ja, naja, wenn man von der Seite angefangen hat, würde mich das auch stören.
Okay. Ich bin hier eigentlich wahrscheinlich nicht da, wo ich sein sollte. Das ist eine andere technische Frage. Gehen die beide an die gleiche Stelle? Die halten beide hier, ne? Hier hatten wir eine Leiter. Ich hatte weiter hinten ja nochmal einen. Aber ich glaube, ich laufe hier am Kreis im Grunde genommen. Und unten habe ich noch eine Fledermaus, was ja bedeutet, dass da nochmal jemand ist. Da bin ich rein ursprünglich. Den haben wir gekillt. Dann meinte ich, war hier irgendwo noch wo was drauf. Da drüben. Ich fürchte, dass ich hier nicht rüberkomme, ne? Ich könnte hier aber runterspringen. Ah, dann kann ich das noch looten. Ist der einfach um die Ecke? Das. Dann gehen die runter, machen das. No! Okay, danke für die Kamerawechselperspektive. Ist wegen Dingsbums da? Warte mal schnell, ich bin... Wie kam ich von hier? Ich kam nicht von hier. Hier geht's weiter. Ich glaube, ich kam von da drüben. Kam ich von da? Wo kam ich denn? Oder von da? Ich weiß genau, ich bin Orientierung plus 100. Ne, wir kamen von hier. Ich seh die Holzbalken außen. Außer, es geht hier nochmal weiter. Okay, wir machen zuerst hier oben fertig. Ja, da kann man einfach rüberlaufen. Ja, sweet. Sweet. Dass ich das nicht gesehen habe. Schande, Schande. Schmiedestein. Brauche ich scheinbar doch häufiger, als ich dachte. Da fehlt eine Fledermaus. Was die Maus, die Fledermaus? Aha, das ist eigentlich so gedacht, dass man hier runterspringt, dem auf die Nuss gibt. Dann hier drauf jumpt. Jetzt hat sich der Kreis einmal geschlossen. Weil ich glaube, dass wir von hier schon aufkamen, ne? Nein. Nee, das ist das. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Beziehungsweise wahrscheinlich geht's runter. Kein Erdenbaum voraus. Kein oder ein? Ein. Sie dürfen nicht, oh, sie dürfen. Wo komme ich hier hin? Die Eimer rum. Das ist ja auch wieder eine neue Stelle. Wo bin ich? Ich bin beim Hinterhof! Ja, moin.
Skabadabadabadu! Den Baum. Okay. Du hast Aussicht von Skadu. Ah. Nein! Nein! Okay. Normaler Dienstag, kein Thema. Normaler Montag, normales Wochenende. Du elendes Mistvieh von einem... Okay, es ist so, dass da ist einer draußen. Dankeschön für den Raid übrigens, Remy. Hallöchen an alle. Kann ich eigentlich noch einen? Ich habe nur zwei. Das ist das Problem. Ich muss schnell einen Zauber rausnehmen und schnell einen anderen reinmachen. Wir einen neuen hatten hier. Nein, nicht der Dornenbusch-Bestrafer. Feuerschlange, zeig mir mal die Feuerschlange. Ah, das ist der. Cool. Also komm, wir probieren den noch schnell, auch wenn das Ende der Folge ist eigentlich, aber I mean, ne? Bin ja schnell cool. Die Frage ist, darf ich da auch reiten? Theoretisch müsste ich ja dürfen. Wenn er zu Pferd ist. Wenn ja auch ich zu Pferd. Hat super viel gebracht. Top. Scheiß auf die Punkte, die da liegen, das ist völlig egal, ich bin eh stark genug. Ne? Ja, okay, kann ich komplett durch ihn durch. Phase 2. Ja, nee, ist klar, Kollege.
denn tun? Ich lebe noch. Niemand weiß für wie lange, aber ich lebe noch. Das Standard-Move-Set eines Schweins, ja, eines Fliegenden. Viele Leute werden die Wette verlieren. Das tue ich nur, wenn ich ein fliegendes Schwein sehe. Ja. Da ist es. Oh. So. Hey, ich glaube, war nicht bad. Ich überlege halt, muss ich dem Schwein auf die Nase schlagen, in dem Moment, als er mich zureitet. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Versuch's mal. Hey, I tried, man. I tried. Okay, anderes Timing brauche ich. Ja. Da habe ich gar kein Gefühl für. Er reitet auf mich zu. Wir rennen ja beide. Das heißt, ich muss schon recht früh ausholen. Also ich muss es zumindest versuchen. Ich brauche wahrscheinlich eine bestimmte Anzahl an Schaden oder so. Den will ich eigentlich noch töten in der Folge. Dann kann ich ihn das Thumbnail brauchen. Weißt Bescheid, wie ich funktioniere. Kommandant Gaius. Jetzt. Zurück. Okay, wenn er das macht, dann habe ich keine Ahnung. Das ist mega close. Okay, die Explosion ist mühsam. Okay, das ist auch mühsam. Ah, ich kann auf die Seite ausweichen, aber das Timing ist mega close. Warum lässt du dir so viel Zeit, wenn du einen Angriff machst? Also wir probieren es nochmal. Nein, nicht den hier. Ja, genau das. Es muss nur einmal klappen, dann weiß ich, ob es geht oder ob es nicht geht. Ich habe das Gefühl, das geht nicht. Oder nach links ausweichen, dann habe ich ein Zeitfenster, wo er mich nicht trifft, wenn er auf mich zurennt. Wenn ich auf ihn zu ausweiche, dann treffe ich am Ende sein Hinterteil, währenddessen er durch mich durchstürmt. Und wenn ich nach hinten ausweiche, kann ich es eh knicken, weil dann rennt, also ich weiche ja in die Richtung aus, in die er rennt. Das ist ja Banane.
Okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Genau das. Das war nix. Das war nix. Aber es ist machbar. Kriegen wir hin. Ich habe das Timing gerade gar nicht mehr drin. Ich kann nicht den Angriff machen, dann hinter ihm sein und dann noch ausweichen. Also ich müsste einen leichten machen, wenn ich das wollen würde. Das Moveset von ihm ist... Ah, Mann, ey, vorhin, der lief so gut, ne? Wieder zu früh. Es ist ein ganz kleines Zeitfenster. Leicht machen. Sonst wird das nichts. Shit. Schade. Ich hätte gehofft, dass es stunt ist. Okay, aber ich habe ein paar Sachen gelernt jetzt wieder. Ich muss hier ein bisschen mehr mit dem leichten arbeiten, also dem leichten Schlag. Beim Rennen und beim Springen kann ich den festen machen, aus der Drehung heraus, ansonsten lassen wir es sein. Das Zeitfenster ist zu klein. Wenn ich hinter ihm stehe, dann macht, also er schlägt hinten aus und dann war's das. Wenn ich aber den leichten mache, ich kürze das Fenster, wo ich zuschlage und kann dann noch die Rolle machen, wenn er dann hinten ausschlägt. Dann geht das. Ich hab den vorhin so schön drauf. Schade. Zack, zack. Er macht die alle drei im gleichen Links. Aber er, also es ist einmal der Schwenker vom Horn und dann einmal der Schlag und das dreimal. Und da brauche ich auch wieder ein gutes Timing. Weißt du was? Eigentlich kann ich die drinnen machen. Er reitet eh auch nicht so.
jetzt. Er ist weg wieder. Viel zu spät bin ich immer. Macht mega schnell. Das war absoluter Schwachsinn von mir. Er hat zwei verschiedene. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Da. Passt, Mann. Ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll. Einfach weggehen. Das ist mein Todesurteil. Weil ich krieg den noch nicht sauber hin. Das war Missklick. Ja, aber komm. Ich hab den noch nicht raus. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal Sprung versuche, wenn ich dann hinter ihn gerate. Das ist eigentlich besser verpissen müsste. Ich hatte ihn zweimal fast. Sein Sprintangriff ist fast nicht ausweichbar. Ja, das Ausweichfenster ist sehr, sehr klein, weil seine gesamte Hitbox mitgerechnet wird. Sehr anstrengend. Auf der anderen Seite aber auch sehr herausfordernd, weil man halt eben ein kleines Zeitfenster hat.
Ja, aber bitte. Nein! Verarsch mich nicht, Spiel. Das kannst du nicht ernst meinen. Ich darf nicht rollen, ich muss rennen. Die Kugel macht, muss ich rennen. Ich bin schneller, wenn ich renne, als wenn ich rolle. Rollen, nicht rollen, sondern rennen. Glaubst du, der ist verbuggt mit seiner Range? Nein, ich glaube, der ist genau richtig, so wie er ist. Er ist einfach ein Arsch. Ja, jetzt habe ich ihn wieder. Sehr gut. Komm, wir schlagen uns gegenseitig. Ich hau dich, du hast mich. Dann gucken wir, wer besser ist. Wer besser abschneidet. Solo! Nein! Super kleines Zeitfenster. Aber sehr befriedigend, glaube ich, richtig. Ja, rennen. Ja, scheiße. Aber ihr habt es gesehen, mit Rennen ging's, ne? Mit Rennen zieht er mich nicht wieder hin. Aha, es gab ein Patch für ihn und er war ursprünglich verbuggt. Also, ja gut, also von verbuggt spüre ich aktuell nichts. Der ist einfach stark. Aber ist okay, ich habe das Timing immer besser raus. Ja, spiele wieder das Spiel, weil schlägt er dazu. Oder ich. Weil ich brauche dann nicht mehr viele Schläge. Da. Dann hat er geschön mit. So! Komm, gehst dann. Scheiße. Jetzt. Here we go. Jetzt habe ich ihn. Come on!
Dieses Schweinsglück! For real! Ich habe es gechinkt. Ja, ist meine Schuld. Ist meine Schuld. Meine Schuld. Was soll ich machen? Ich bin einfach ein Trottel. Hätte ich nichts gesagt, hätte ich es hingekriegt. Okay. Na. Ah. That timing. Katastrophe. Ja, komm. Den Klappsaugen hoch. Oh, jetzt habe ich aber Glück. Jetzt habe ich aber Glück. Sehe ich ihn nicht. Oh, keine Ahnung, Glücksrolle. Es wäre besser gewesen, wenn er auf mich zu wäre. Ja, zu früh. Ich hatte Angst. Oh, er macht Meere davon. Er ist jetzt gut, Kollege. Hallo, du bist Nachkämpfer, kein Magier. Schüsse, 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 Kugel, Speer. Alles klar, Kollege. Für was, also. Könnte auch in der Gegend rumreiten und die ganze Zeit Sachen werfen. Dann wäre er unbezwingbar. So, wir kriegen ihn aber. Es ist eine Frage der Zeit. Sehr gut, ja. Befriedigend, wenn man das Timing hat. Schade. Ich hatte gehofft, dass der Sprung das regelt. Nochmal. Ist er nämlich stunt. Let's go. Ihr habt's. Ein Penner. So. Ah, da haben wir auch noch mal ein Feuer. Dann gehen wir doch da schnell hin. Danke, Chat. In der nächsten Folge werden wir gucken, was seine Seele für einen Bonus, für eine Fähigkeit gibt. Also, muss er eine Waffe geben? Vielleicht gibt es eine geile Waffe. In der nächsten Folge werden wir herausfinden, ob wir hier durch können und hier vielleicht runter. Ich weiß nicht, was das ist. Um eventuell hier hinzukommen und die Karte von da zu gucken. Weil ich habe ja bis jetzt hier keine Möglichkeit gefunden, zu Karte zu kommen. Und ich hatte ja die Vermutung, dass es vielleicht hier außen rum geht. Dass irgendwo hier eine Möglichkeit besteht. Obwohl das für mich auch nach Clip und Abhang aussieht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Und wir müssen vor allem eigentlich, wo war's, hier noch fertig machen, im Kirchenbezirk. In der nächsten Folge. Wenn ihr so am Let's Play Channel guckt, Like da lassen, Kommi da lassen und ihr dürft gerne mal Feedback schreiben, wenn ihr den Boss hier, als ihr den Boss getötet habt, wie es bei euch lief. Ich freue mich auf die nächste Folge, bis dann.